Guten Morgen, wieder aus Kalithea, dem kleinen schönen Dorf, in dem ich gerade wohne. Davon habt ihr auch gerade ein paar kleine Eindrücke gesehen, denn Persi und ich, wir haben gestern so eine kleine Tour durch das Dörfchen gemacht und ein paar coole Szenen eingefangen, ja. Und jetzt geht es wieder an einen Strand, allerdings nicht den Strand, den ihr gestern gesehen habt, sondern Plaka. Und ich bin ziemlich gespannt, denn Persi hat mir erzählt, dass der Strand ziemlich coole, ja, also auf jeden Fall schon mal sehr sauberes Wasser hat im Vergleich zu dem Strand, wo wir gestern waren. Und dass es da einiges unter Wasser zu sehen geben soll. Also, ich weiß nicht, vielleicht coole Fische oder vielleicht auch ein paar Korallen oder sowas. Werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme auf jeden Fall alles mit und versuche so viel wie möglich davon aufzufangen oder einzufangen. Und ich habe ein ziemlich cooles Schnorchelset am Start. Und da das ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich mit einer Taucherbrille noch eine zusätzliche Brille zu tragen, habe ich mich jetzt mal getraut, Kontaktlinsen anzuziehen oder ja, zu tragen. Es ist das erste Mal. Fühlt sich ziemlich komisch an, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Und es ist eigentlich schon ziemlich cool, dass ich jetzt ohne Brille quasi scharf sehen kann. Das heißt, auch im Wasser wird nach langer Zeit mal wieder alles sichtbar für mich. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich würde sagen, fahr mal los. Hallo, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zu Hause in Markdorf, aber keine Sorge, die Vlogs, die gehen noch weiter, da kommen noch einige Episoden, denn da ist echt so viel passiert in meinem Urlaub, das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Es ist nur so, dass ich halt an einigen Stellen noch nicht so ganz wusste, wie ich den Vlog zusammenstellen soll, also ich hatte da jetzt kein wirkliches System oder sowas dahinter. Das wird vielleicht in späteren Folgen irgendwann mal kommen, ich bin ja noch ganz am Anfang. Nichtsdestotrotz möchte ich zwischendurch halt trotzdem noch ein bisschen sagen, beziehungsweise kommentieren, was so in der Zwischenzeit passiert ist und wie es halt weitergeht. Also das, was ihr gerade gesehen habt, war nicht Plaka, sondern ein anderer Ort, und zwar Platamona Beach. Das ist nochmal ein paar Minuten weiter. Der Grund ist der, wir waren halt zu Plaka gefahren und meine Freundin Persephone, die hat in früherer Zeit, die fliegt ja jedes Jahr dahin eigentlich, die Erfahrung gemacht, dass halt dieser Beach oder dieser Strand dort eben sehr ruhig ist, weil da kaum Menschen hingehen und eben das Wasser sehr schön ist, sehr klar ist und es da halt einiges zu sehen gibt. Problem war, als wir da angekommen sind, war der ganze Strand voll mit Liegen und Strandbars und Leuten und irgendwie hat es ihr nicht so gefallen und dann haben wir uns entschieden, dass wir halt woanders hinfahren und das Spiel hat sich dann in Platamona wiederholt, also dort hatte sie auch die Erfahrung gemacht, dass da nichts war, dass sie da allein schwimmen konnte und dann waren plötzlich da auch Liegen und da wurde sogar ein richtig großes Gebäude hingebaut. Mir persönlich als Urlauber hat es eigentlich gut gefallen, weil das waren richtig coole Liegen, die hatten so richtige Matratzen drauf und man hat sogar ein Handtuch kostenlos bekommen, man hat Getränke bekommen, also Wasser und das Ganze für 4 Euro, 2 Liegen mit Schirm, da kann man sich echt nicht beschweren. Und konnte sich dann zusätzlich sowohl sehr gutes Essen bestellen, als auch halt zusätzlich Getränke. Deswegen haben wir uns halt entschieden, dass wir da geblieben sind und da dann auch schwimmen gegangen sind. Auch da war das Wasser sehr schön, sehr klar. Der Strand war eher mit Steinen als mit Sand, was halt vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, dass das Wasser dadurch sehr sauber ausgesehen hat und klar ausgesehen hat. Es gab im Endeffekt nicht ganz so viele coole Sachen zu sehen, wie ich erwartet hatte, aber trotzdem habe ich so ein paar Fische gesehen und halt da waren so ein paar Felsen und sowas, das war eigentlich trotzdem schon ganz schön.
Der Vlog wäre jetzt an der Stelle eigentlich zu Ende. Also wir waren zwar schon ziemlich den ganzen Tag da, aber die restliche Zeit sind eigentlich nur so rumgelegen. Und abends war, glaube ich, auch nicht mehr so viel los. Der Vlog wäre jetzt halt, wie gesagt, zu Ende, aber der ist eigentlich viel zu kurz. Deswegen habe ich mir gedacht, ich baue noch ein bisschen was ein. Und zwar ein paar Tage später war eine Hochzeit, und zwar die von Persephones Bruder. Und einen Tag vorher gab es bei uns in dem Haus oder außerhalb des Hauses so eine kleine Feier. Und da habe ich auch ein bisschen gefilmt. Und ich werde euch ein bisschen was davon zeigen, allerdings möglichst halt ohne die Gäste dort, weil ich nicht weiß, ob die das jetzt gut finden würden. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Stimmung halt, beziehungsweise ja, wie es da halt ausgesehen hat. Und damit würde ich dann auch den Vlog für heute quasi beenden. Das heißt, wie gesagt, ich zeige jetzt gleich nochmal ein paar Szenen von dieser Feier, von dem Aufbau. Und dann wäre es das quasi für die heutige Folge schon. Und im nächsten Vlog gehen dann, glaube ich, auch schon unsere ersten Abenteuerreisen los. Also da könnt ihr euch dann auch schon drauf freuen. Also würde ich in diesem Sinne dann einfach mal sagen, viel Spaß mit den kleinen Eindrücken noch und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder.